Und zum Thema Impfungen begrüße ich jetzt via Skype den österreichischen Virologen und Impfstoffforscher Florian Krammer, der am berühmten Mount Sinai Hospital in New York City forscht. Guten Abend, Herr Professor Krammer. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Professor, knapp 2/3 der Österreicher sind mittlerweile geimpft. Trotzdem sind die Infektionszahlen jetzt deutlich höher als vor einem Jahr, als es noch gar keinen Impfstoff gab. Hat Sie das überrascht? Leider wissen wir von der Situation aus Israel, wo die Durchimpfungsrate etwa gleich hoch war wie jetzt in Österreich. Wenn die Delta-Variante die Bevölkerung trifft, ist das leider nicht hoch genug und es kommt zu einer weiteren Welle. Delta ist eben leider um einiges infektiöser als das ursprüngliche SARS-CoV-2. Jetzt hat man uns ja eigentlich versprochen, dass diese neuartigen RNA-Impfstoffe wie Pfizer relativ leicht an neue Virusvarianten angepasst werden könnten. Wenn Delta so problematisch ist, warum hat man den Impfstoff dann nicht angepasst? Da gibt es zwei Gründe dafür. Der erste ist, Effizienz oder Effektivität des Impfstoffs ist gesunken. Beim Schutz vor Infektionen, symptomatischen Infektionen, reden wir da von einer Reduktion von 95 auf etwa 70-80%. Der Schutz vor schweren Infektionen ist nach wie vor sehr hoch. Und das ist einer der Gründe, warum der Impfstoff noch nicht angepasst wurde. Der andere Grund ist, Delta ist gar nicht so eine starke Fluchtmutante. Das heißt, das Anpassen des Impfstoffs wird gar nicht so viel bringen. Und ein weiterer Faktor, der dazukommt, ist, dass das Immunsystem die Immunantwort schwächer wird über Zeit und das wäre beim angepassten Impfstoff auch der Fall. Aber in den Krankenhäusern liegen jetzt mittlerweile auch schon rund 40% doppelt Geimpfte, zumindest auf den Normalstationen. Das bestärkt Kritiker ja in ihrer Skepsis, dass die Impfung ohnehin wenig bringen würde. Was antworten Sie denn denen? Ja, da kann man darauf antworten, dass es natürlich viele Leute gibt, die geimpft sind und die können sich eben, wir reden jetzt von einem Schutz von etwa 70-80%, nach wie vor durchaus infizieren. Und nicht jeder, der geimpft wurde, hat einen optimalen Schutz, leider. Wir wissen, dass bei gewissen Leuten mit Immunschwächen und so weiter und so fort die Impfung nicht besonders oder nicht so gut wirkt wie bei gesunden Erwachsenen. Und da kann es dann durchaus dazu kommen, dass jemand leider im Spital landet. Eine Impfung ist kein absoluter Schutz und das Problem ist, wenn wir so eine hohe Inzidenz haben wie jetzt in Österreich, dann infizieren sich leider auch Leute, die geimpft sind. Das heißt nicht, dass die Impfung nicht mehr wirkt, aber es ist natürlich problematisch. Ich muss mich bei unseren Zuseherinnen und Zusehern mal für die schlechte Qualität der Skype-Leitung entschuldigen. Wir haben es mehrfach versucht aufzubauen. Es wird leider nicht besser. Wir versuchen das Gespräch trotzdem weiterzuführen, weil das Thema doch sehr, sehr interessant ist. Jetzt haben Sie Mitte August hier in der ZIP 2 gesagt, ich zitiere, bevor man anfängt, einen Großteil der Bevölkerung ein drittes Mal zu impfen, sollte man auf die fokussieren, die noch gar nicht geimpft sind. Sehen Sie das noch immer so, dass die Erstimpfungen wichtiger sind als die Auffrischungen? Grundsätzlich sehe ich das immer noch so. Das ist nur halt sehr schwer, die Leute, die bis jetzt noch nicht geimpft sind, dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Die dritte Impfung bringt natürlich auch wieder einen weiteren Schutz für Leute, die schon geimpft sind. Aber wichtig wäre es wirklich, alle zu immunisieren, die eben noch keinen Schutz haben. Wie schnell soll man sich denn die dritte Impfung tatsächlich holen? Reichen die 6 Monate, die das nationale Impfgremium in Österreich empfiehlt? Ja, die 6 Monate sind im Prinzip ein guter Intervall. Wenn man Immunschwächen hat und auf die Impfung nicht gut reagiert, das wird ja jetzt schon angewandt, bekommen Leute die dritte Impfung früher. Wenn man allerdings ein gesunder Erwachsener ist, machen die 6 Monate Sinn. Wenn man den Intervall zu kurz wählt, kann es sein, dass die Boosterdosis nicht so gut wirkt. Hat man den Menschen eigentlich von Anfang an zu viel versprochen, wie gut die Impfung gegen eine Infektion helfen wird oder auch wie lange die Immunität anhalten wird? Sie hatten im Frühjahr ja auch noch gehofft, dass die Schutzwirkung möglicherweise über mehrere Jahre halten wird. Ja, wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie lange die Schutzwirkung nach 2 Impfungen halten wird. Wir sehen, dass die Antikörperantworten, die Immunantworten nach der Impfung runtergehen, sich aber dann über Zeit stabilisieren. Es ist nicht so, dass der Schutz jetzt komplett weg ist. Kann sein, dass der gut bestehen bleibt. Allerdings glaube ich, am Anfang hat man angenommen, da hat die FDA, also die amerikanische Zulassungsbehörde, gesagt, naja, wenn wir einen Impfstoff hätten, der 50% der schweren Infektionen, vor 50% der schweren Infektionen schützt, dann reicht das für
Zulassung. Und wir haben dann natürlich eine Überraschung bekommen, nämlich dass es eine Effektivität von 95% auch gegen milde Infektionen gegeben hat. Und die ist jetzt etwas runtergegangen. Und das ist natürlich enttäuschend, wenn man es mit den 95% vergleicht. Aber natürlich ist das trotzdem noch ein robuster Schutz. Müssen wir uns künftig alle 6 Monate gegen Corona impfen oder zumindest einmal im Jahr, so wie gegen die Grippe? Wir müssen jetzt beobachten, wie es nach der Boosterimpfung ausschaut, ob die Immunantwort wieder runtergeht oder ob sie hoch bleibt. Wenn sie wieder runtergeht, kann man sich vorstellen, dass das eher so werden wird, ich nehme an, wie bei einer Tetanusimpfung oder einer Zeckenimpfung. Wie bei der Grippeimpfung kann ich es mir nicht vorstellen. Es kann aber auch sein, dass die Immunantwort hoch bleibt. Also das wird sich bald rausstellen. Es gibt ja mittlerweile Studien, wo Leute, nicht nur Studien, ganz Israel zum Beispiel, wo eben die Boosterimpfung schon vor Monaten verabreicht wurde. Also da wird es bald Daten dazu geben. Jetzt gibt es immer mehr Menschen, die schon infiziert waren und die sich jetzt beschweren, dass sie sich trotzdem impfen lassen müssen, wenn ihr Genesenzertifikat abläuft, obwohl sie laut Test sehr, sehr viele Antikörper haben. Ist diese Impfung für Genesene wirklich notwendig? Ich glaube, die ist sehr zu empfehlen. Das stimmt schon, dass man als Genesener einen Schutz hat. Der Schutz ist gar nicht so schlecht. Das Problem mit den Genesenen ist, dass die Immunantwort sehr heterogen ist. Manche haben einen guten Schutz, eine gute Immunantwort, manche weniger gut. Wenn man jetzt die Impfung bekommt, auch wenn man schon genesen ist, kriegt man sehr, sehr hohe Antikörper, die da sehr, sehr hohe Immunantworten. Leute, die genesen sind und dann geimpft wurden, haben sowas wie Superimmunität. Und deshalb ist es sehr wohl zu empfehlen, dass man sich auch als Genesener impft. Weil Sie sagen, wir sollen möglichst viele Menschen noch zu einer Erstimpfung bringen. Jetzt sagen ja immer noch viele, sie wollen auf einen sogenannten Totimpfstoff warten, weil sie den Impfstoffen, die es bisher gibt und die bisher zugelassen sind, einfach nicht vertrauen. Werden diese Totimpfstoffe irgendwie sicherer sein? Naja, sicher ist es nicht, aber wir haben jetzt vor kurzem gehört, dass die Firma Valneva eben Zulassungsanträge stellen wird. Die Firma Valneva stellt dann Totimpfstoff her, unter anderem sitzt die Firma in Wien und in Frankreich. Wann es da zu einer Zulassung kommt, lässt sich eben jetzt noch nicht sagen. Und das Problem ist, ich kann nicht auf was warten, das vielleicht Anfang 2022 kommt, wenn wir jetzt eine Hochinzidenz haben, die mit einem sehr großen Risiko kommt, dass man sich ansteckt und vielleicht im Krankenhaus landet. Also Sie würden sagen, nicht warten? Nein, ich würde auf keinen Fall warten, wenn Personen noch nicht geimpft sind. Die sollen sich jetzt impfen gehen und sich schützen. Viele Menschen haben ja noch immer Angst vor möglichen Langzeitfolgen durch die Impfung, weil eben diese Impfstoffe so neuartig sind. Was sagen Sie denn denen? Das Wort Langzeitfolgen ist eigentlich ein Unwort. Wenn wir von Langzeitfolgen sprechen, sprechen wir von Impfschäden, die auftreten und dann lange Zeit anhalten. Die treten aber im Normalfall wenige Wochen nach der Impfung auf. Da hat man sehr viel Erfahrung damit. Das ist im Prinzip bis jetzt noch nie anders gewesen. Der Grund dafür ist, wenn es sich um einen lebenden Impfstoff handelt, wo es Komplikationen gibt, ist es das Impfvirus, das das Problem hervorruft und das macht das gleich. Wenn es eine Immunantwort ist, die man bekommt, die den Körper schädigt, passiert das auch gleich nach der Impfung, weil da die Immunantwort am stärksten ist. Folgen, die Jahre nach der Impfung aufgetreten sind, haben wir in der Impfstoffforschung noch nie gesehen, in der gesamten Geschichte der Impfungen nicht. Von dem her kann man eigentlich sagen, dass das kein Problem ist und dass man sich da keine Sorgen drum machen muss. In den USA können Kinder ab 5 jetzt schon geimpft werden. In Österreich gibt es dafür noch keine offizielle Zulassung. Würden Sie tatsächlich für alle Kinder in diesem Alter die Impfung empfehlen oder nur für Kinder mit Vorerkrankungen? Mittlerweile würde ich, glaube ich, die Impfung für alle Kinder in diesem Alter empfehlen, sobald der Impfstoff zugelassen ist. Es hat sich herausgestellt, dass der Impfstoff immunogen ist, das heißt, gute Schutzwirkung aufbaut. Und es hat sich auch gezeigt, dass es keine schweren Nebenwirkungen gibt als in älteren Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Und von dem her ist die Impfung zu empfehlen. Wenn die Impfquote sich in Österreich auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht wirklich erhöht, wären Sie eigentlich für eine Impfpflicht? Das ist eine schwierige Frage.
In gewissen Sektoren auf jeden Fall. Also bei uns im Spital gibt es eine Impfpflicht. 100% unseres Personals sind geimpft. Und das hat damit zu tun, dass Leute mit Patienten interagieren müssen. Und in dem Fall finde ich es richtig. In anderen Fällen macht es vielleicht weniger Sinn für die breite Bevölkerung, würde ich es wahrscheinlich nicht in Betracht ziehen. Aber für gewisse Branchen ist es, glaube ich, durchaus gerechtfertigt. Auch wenn sich jetzt vielleicht doch noch viele Menschen impfen lassen, dauert es doch einige Zeit, bis sie dann wirklich geschützt sind. Angesichts der enormen Infektionszahlen in Österreich, was könnte denn die Politik kurzfristig, außer zur Impfung aufzurufen, noch an sinnvollen zusätzlichen Maßnahmen machen? Ja, ich meine, Sie haben absolut recht. Leute, die sich heute impfen lassen, brauchen dann eine zweite Dosis, bis sie richtig geschützt sind. Und das hilft momentan jetzt nicht wirklich. Natürlich hilft es auf lange Zeit. Ich glaube, was man jetzt brauchen würde, sind konkrete Maßnahmen, wieder vorschreiben, dass man Masken trägt, und zwar FFP2-Masken in Innenräumen, wenn man im öffentlichen Verkehr unterwegs ist und so weiter und so fort. Und es ist natürlich jetzt wirklich Feuer am Dach. Also die Intensivstationen sind schon langsam wieder voll. Das medizinische Personal ist komplett im Prinzip überarbeitet. Ich glaube, man muss Maßnahmen setzen. Was die besten Maßnahmen jetzt sind, ob das ein, wie das heute so schön diskutiert wurde, ein Lockdown für Ungeimpfte ist oder ob man andere Maßnahmen setzt, ich weiß nicht, was da jetzt am besten wäre, aber man muss jetzt momentan sofort Maßnahmen setzen, um die Situation zu verbessern. Die Regierung sagt, einen Lockdown für Geimpfte wird es keinesfalls geben. Der Salzburger Infektiologe Richard Geil hingegen sagt, eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften bei einem Lockdown macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wie sehen Sie das? Ja, es ist teilweise problematisch. Wie gesagt, es gibt Durchbruchsinfektionen in Geimpften, und wenn jetzt die Ungeimpften ins Haus und mit Geimpften interagieren, die vielleicht gar nicht symptomatisch sind, sich dann trotzdem anstecken, ist das natürlich auch nicht so toll. Das wäre natürlich eine viel geringere Rate, aber ich weiß nicht, wie man das als Gesellschaft lösen kann, dass man, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn man sagt, naja, die Ungeimpften müssen jetzt in einen Lockdown und die Geimpften nicht. Ich weiß nicht, wie man das organisieren würde, wie man das managen und kontrollieren würde, und ich weiß auch nicht, wie man das ethisch als Gesellschaft diskutieren würde. Herr Professor Grammer, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach New York. Ja, danke sehr.